Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Liebeszauber, 26. September 2017. Ein Herzensmann oder eine Herzensdame kann ich nicht herzaubern. Aber ich erkenne die richtigen Momente im Leben, im richtigen Ort zu sein und ich erkenne auch die Hindernisse. Es gibt ein Energiefeld für die Liebe. Es hat mit dem Liebesplanet Venus nichts zu tun, wobei Venus beeinflusst natürlich dieses Energiefeld. Dieses Energiefeld für die Liebe befindet sich gerade im Tierkreiszeichen Widder. Und es gibt Einflüsse von außen. Im heutigen Tag gibt es keine Hindernisse. Aber wir sollen etwas beachten, rausgehen, etwas unternehmen in vertrauter Umgebung. Jemanden besuchen, ein Fest teilzunehmen, etwas unternehmen, aber das soll nicht allzu weit sein von unserem Wohnort. Es gibt noch einen Einfluss von außen, von einem Sternbild Perseus. Und wer ist dieser Perseus? Perseus hat Andromeda befreit und die beiden Andromeda und Perseus haben sich auch verliebt. Das war auch eine Befreiung, eine Begegnung und das ist gut möglich in die heutigen Tage. Also raus, etwas unternehmen und die Chancen stehen sehr gut. Wenn jemand wissen möchte, wie das im eigenen Leben ausschaut, wann sind sie diese Momente, wo sollte man sich begegnen? Diese Chancen auch mal bewusst wahrnehmen. Dabei kann ich Ihnen helfen, auch die Hindernisse. Da habe ich auch eine Lösung, die Blockade auflösen mit meiner eigenen Methode, die 4-Schritte-Methode. Das Wissen geht aber natürlich zurück in die alten persischen Astrologie. Unten bei der Beschreibung befindet sich mein Kontaktdaten. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.